Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie Sascha im vorigen Video schon gesagt hat, wollen wir in die Abbundberechnung einsteigen. Das heißt, bei einem Sparrenprofil die fehlenden Maße ausrechnen, um das schlussendlich zu verzimmern zu können. Bevor wir das aber tun, wollen wir uns die grundlegenden Formeln und wichtigsten Dinge bei einem Dreieck angucken, weil das sind schlussendlich die Formeln, die jeder Zimmerer können muss und die wir ganz oft auch benutzen werden. Anfangen möchte ich mit der Winkelsumme. Dafür schauen wir uns ein Quadrat an. In einem Quadrat haben wir 4 gleich große Winkel. Jeder Winkel in jeder Ecke sind 90 Grad. Wenn man diese 90 Grad in jeder Ecke zusammenzählt, haben wir 360 Grad. Wenn wir nun das Quadrat halbieren, erhalten wir 2 Dreiecke, wo jeweils 91 Grad Winkel noch vorhanden ist. Die anderen 90 Grad Winkel halbieren sich in der Hälfte und das ergibt 45 Grad. Das heißt, wir haben oben links haben wir 45 Grad zweimal und ebenfalls unten. Wenn wir nun von dem oberen Dreieck alle Winkel zusammenzählen, ergibt das 180 Grad. Und genauso vom unteren. Hier haben wir zum Beispiel ein Dreieck, wo kein rechter Winkel vorhanden ist. Oben der Winkel sind 100 Grad, unten links der Winkel sind 60 Grad und der ganz spitze Winkel rechts, das sind 20 Grad. Wenn wir diese ganzen Winkel wieder zusammenzählen, haben wir trotzdem in Summe 180 Grad. Das heißt, wir merken uns, die Winkelsumme in egal welchem Dreieck sind 180 Grad. Punkt Nummer 2, der Flächeninhalt. Wie errechnet man den Flächeninhalt bei einem Dreieck? Dafür schauen wir uns wieder ein Quadrat an. Bei einem Quadrat benenne ich die untere Seite mit A und die rechte Seite mit B. Den Flächeninhalt groß A erhält man, wenn man A mal B rechnet. Wenn wir nun eine Diagonale wieder durch dieses Quadrat legen und die untere Seite mit A bezeichnen und die rechte Seite wieder mit B, erhalten wir den Flächeninhalt groß A für ein Dreieck, indem wir A mal B rechnen und dieses durch 2 teilen. Wieso durch 2? Indem wir die Diagonale durch dieses Dreieck gelegt haben, erhalten wir 2 Dreiecke, die genau den gleichen Flächeninhalt haben. Deswegen können wir einfach den Flächeninhalt vom ersten Quadrat durch 2 teilen. Wenn wir nur das Dreieck drehen, können wir die Seiten anders benennen. Wir haben hier unten die Grundseite. Und hier links haben wir die Höhe von diesem Dreieck. Nun können wir den Flächeninhalt so schreiben. A ist gleich die Grundseite klein g mal die Höhe h durch 2. Statt A und B haben wir jetzt einfach g und h. Wenn wir das Dreieck jetzt nochmal drehen, haben wir hier unten die Grundseite klein g. Und die Höhe haben wir hier in der Mitte. Weiterhin gilt die Formel g mal h durch 2. Dies ergibt sich daraus, dass wenn wir daraus wieder ein Rechteck machen, hier unten die Seite g haben und rechts außen oder auch links außen ist die Seite h. Und hier ist der Flächeninhalt der beiden kleinen Dreiecke, die rot markiert sind, genauso groß wie der Flächeninhalt von dem blauen Dreieck. Und das ergibt sich wieder daraus, dass wir durch 2 teilen. Und das war's auch schon für dieses Video. Und somit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video und danke fürs Anschauen.